Was kommt noch rein? Da kommt der Aquabee-Abschäumer rein. Ja. Die Wirbelbettfilter von Aquabee kommen rein. Eine R80, eine R100. Ja, den R100 habe ich kostengünstig vom Mike gekriegt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, auch für den schnellen Versand. Super. Der ist schon unterwegs, ne? Der ist schon unterwegs. Sauber. Und es könnte dann ein bisschen eng werden da unten, weil so viel Platz ist es dann doch nicht, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Passt schon. Ob wir einen zweiten Fließbettfilter, Wirbelbettfilter brauchen, lassen wir es erstmal dahingestellt, aber für die Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Weil Kohle im Dauereinsatz machen wir ja. Die von ATI läuft bei mir auch dauerhaft mit. Versorgungssystem wird weiterhin Essentials bleiben, Essentials Plus. NCP als Nährstoffgrundlage, beziehungsweise das C ist ja, dann lassen wir jetzt mal außen vor, mal gucken, was passiert. Also ich habe jetzt noch C im Einsatz, nur noch M nicht und auch P nicht mehr. Ja, okay, jetzt muss man dazu sagen, unten das Becken, das ist sehr gut bestückt, aber tatsächlich ist auch einiges an Fisch drin. Ja. Ähnlich wie bei mir momentan. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, durch den Einsatz vom Smartroller unter anderem und verschiedene Anpassungen beim Futter, meinen Wert konstant bei 0,07 zu halten. Ja, ich bin jetzt allerdings mit Absauber bei 0,04. Aber das Wachstum ist mega. Ich habe das N auch schnittweise runtergefahren, um zu gucken, wie sich das Polypenbild entwickelt. Das ist gut geblieben. Und das okay, es geht natürlich einiges an Futter rein. Ne? Ja. Also ich werde hier auch bei dem Becken jetzt 3 neue Fische geben. Mhm. Aber das war es dann auch, bis das ganz große Becken kommt. Ja, okay, das ist ja das Nächste. Wenn das die 3 neuen Fische, das werden Doktoren sein. Ne? Nein, nicht ganz. Wird ein Doktor sein und 2 Ocellaris. Okay. Dann macht der eine Doktor das Problem. Das wird dann Herr Ponikus sein, ne? Oder? Na, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Herr Ponikus nicht lieber erst in den ganz großen Becken einsetze und jetzt mir einfach einen Rotmeldoktor dazu hole. Beziehungsweise hier einer aus Greven, der gibt zurzeit ein Mauritius-Dock, ist das, glaube ich, ab. Ist ein wunderschönes Tier. Ja. Und hat aber auch 6 bis 7 cm, aber der kommt in sein Becken nicht klar. Bin ich am überlegen, ob ich die 350 Euro dafür ausgebe und mir den hole. Das ist ein wunderschönes Tier. Ja, ich weiß es noch nicht, aber ich sag mal 30 Bits der Mauritius und 70% glaube ich eher der Rotmeldoktor. Muss ich mir noch im Klaren drüber werden. Aber Mauritius ist ein wunderschönes Tier. Blende ich euch mal kurz mit ein, damit jeder weiß, was damit gemeint ist. Quelle Meerwasserlexikon natürlich. Ja. Was haben wir noch an Technik? UV haben wir hier. Und zwar haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ging ein kleines bisschen mal zur Seite hier. Wir haben hier oben, blende ich mal mit ein, tatsächlich schon fertig vorgefertigte Bypässe. So. Werkseitig eingebaute Bypass. Werkseitig, genau. OVP, nein, das ist Originalverpackung. Mein Gott, ich bin heute noch nicht ganz dabei. Wunderbare Sache, arbeite ich ja auch mit. 2 Stück haben wir, einen etwas größeren, einen etwas kleineren. Und da können wir dann wunderbar die UVC anschließen. Ja. Wir nehmen erstmal die du im Moment noch hast. Na, das müsste die Helix 11 sein oder die Helix 18. Von Aquamedic. Das sollte erstmal ausreichen. Ja. Weil so viel größer ist das Volumen ja nicht geworden. Und wir haben gestern mal mit der Basepump hier rumgespielt. es ist tatsächlich möglich, die auf 100% hier zu fahren. Es kommen natürlich keine 100% oben an. Warum? Weil wir hier an den Ausgängen dementsprechend Düsen dran haben. Das heißt, da geht es auch oben links und rechts, gehen 2 Auslässe weg. Aber aufgrund der Tatsache, dass auch die Düsen dran sind, ist das natürlich recht schlecht. So, dann geht ja oben per Schlauch hoch. Dann haben wir da oben einen rechten Winkel nach links und rechts. Das ist das nächste, wo Leistung verloren geht. Und dann nach vorne die Düsen drauf. Ja. Das nächste, was wir festgestellt haben, ist, kann man machen, wird aber laut. Weil die Wassermenge, die nach oben gebracht wird, ihr hört jetzt im Endeffekt hier von dem Becken so gut wie nichts. Kleines bisschen Geplätscher, um Gottes Willen.
Ein Schlafzimmer ist direkt nebenan. Die können überhaupt nicht mehr schlafen. Nie wieder. Ja. Im Traum nur noch auf Toilette. Ja. Wegen dem Geplätscher. Nein, wir haben sie auf Vollgas laufen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass dann hier der Wasserstand bis hier oben, hier kann man noch eine kleine Linie sehen, bis wo wir waren, der war bis hier oben. Und aufgrund des erhöhten Wasserstandes hatten wir hinten im Schacht ein größeres Gefälle. Weil der Notüberlauf ist auch da so gebaut, dass wir den nicht erhöhen können, weil da halt dieses Querrohr oben drin ist, damit da links und rechts die Strömung rausgeht. Also die Rückfahrt. Könnten wir den Notüberlauf jetzt noch ein Stückchen nach oben setzen, dann wäre das vielleicht möglich. Aber das ist jetzt minimalst. In dem Pumper hat jede Menge Reserve. Wir werden dann den einen Bypass halt für die UV nehmen. Der andere Bypass wird die Ablagerung, die unten im Becken irgendwann entstehen, hochspülen. Damit du vergisst, dass du einen Fließfilter hast. Ja, was ist denn? Es werden keine Ablagerungen entstehen, wenn du einmal sauber gemacht hast. Okay. Darf ich vielleicht einmal im Jahr. Okay. So, da hat die Kameratechnik gerade gesagt, der Bediener war doof. Passiert. Ja, normal, oder? Ja. Wo waren wir? Bei den Bypassen und meiner Spülung der Ablagerung, wo es keine Ablagerung gibt. Wahrscheinlich nicht, sagen wir es. Sagen wir es mal so. Wir haben am Fließfilter noch eine Möglichkeit, eine Höhenregulierung des Wasserstands intern zu machen. Werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen. Nee. Bei der richtigen Menge an Wasser, die da durchgeht. So, wir haben jetzt eingestellt, lass mal gucken, 40%, das waren 5200 Liter. 5200 Liter, blende ich euch mal eben kurz mit ein. Diese Angabe, das ist natürlich eine Angabe, die gilt, wenn das Wasser von der Pumpe unfallfrei und ohne große Winkel und Abknicke und ähnliches irgendwo hin kann. Das ist dann die Menge, die dann da ankommt. Wir haben jetzt hier einen 32er Rohrrand, das heißt, wir haben die an der Basepump tatsächlich schon reduziert, weil wir haben diese Vorgabe vom Becken, also muss man damit gehen. Ja. Wir könnten natürlich auch 40er oder 50er Anschluss gehen, das geht auch bei dieser Pumpe. Hatte ich euch ja im entsprechenden Vorstellungsvideo gezeigt. Und oben wird es dann noch kleiner. Ja, der geht mit 32 geht er hoch und dann links und rechts, ich glaube nur noch 25, einen nach links, einmal 25 nach links, einmal 25 nach rechts. Aber wie gesagt, stößt erstmal oben an und muss dann nach links und rechts weg. Ja. Da geht natürlich was an Leistung verloren. Also diese Anzeige, die da ist, ist ein grober Anhalt für euch, was so theoretisch da bei oben kommt. So, jetzt haben wir es runtergeregelt. Wie gesagt, 40% waren, wie viel Watt? 30? Ja. Blende ich euch mit ein, habe ich jetzt nicht im Kopf. Eigentlich. War tatsächlich nicht viel. So, jetzt ist natürlich hier momentan gerade vor die Säulen geworfen. Eigentlich, das ist die 13.000er Pumpe auf das in Anführungszeichen kleine Becken. Es geht auch mit kleineren Pumpen. Aber wenn ihr die große Pumpe hier drin habt und fahrt die nur auf 40%, braucht ihr natürlich weniger und ist leiser. Als wir die gestern auf 100% hatten, haben wir ein leichtes Surren gehört, was sich natürlich mit der Zeit noch einläuft. Ja, hat aber auch halt den Vorteil, ne? Ich brauche keine zweite Pumpe für die Bypässe, auch wenn Strom völlig egal ist bei mir. Hm. Aber ne, geht sich auch um Platz. Geht sich auch um Platz und man muss es ja nicht umsonst alles verballern. Also, ich finde, dass man sollte lieber eine Pumpe etwas größer dimensionieren und mit weniger Leistung fahren. A, hält sie länger, sie ist leiser. Stromsparender, also lieber eine Nummer größer als Knatsch auf eng und dann muss ich hinterher eine neue Pumpe besorgen, weil ich noch irgendwas anderes noch machen möchte. Schön groß geht raus, der Toni. Ja, Bestellung kommt demnächst. Dann schon mal im Vorfeld die Sachen zusammenkratzen, die wir brauchen. Ja. Die kleinen. Ja. Ja, es wird im Prinzip ein Abklatsch von meinem Becken. Ja, wir sind tatsächlich im Endeffekt. Bloß er geht hin und ich kriege den halt nicht auf dieses Shadow runter, nimmt eine größere Höhe, 55 oder sowas, ja. Das über 2 Meter. Ich war ja erst auf 65, aber ich habe letztens beim Bekannten geholfen, der hat einen Eheim Xperia, der hat Sandanemonen drin und die wurden da zur Plage. Mhm. Und dann habe ich dann halt die Steine gehalten, ne, so wie ich das halt zur Zeit konnte.
Und er hat dann versucht, die Anemonen vorsichtig abzusetzen, um sie zu verschenken. Mhm. Und der hat eine 65er Tiefe und nee, also wenn ich dabei, der hat ja eine 60er Tiefe, das Xperia. Mhm. Und ich mir dann vorstelle, dass ich noch 20 cm weiter, da komme selbst ich mit meinen langen Armen nicht mehr hinten dran. Richtig. Also nein. Es gibt schon einen Grund, warum ich eine 45er Höhe habe. Ja. Bei der 75er Tiefe. Ja, da kommt dann auch rein, die Easybox kommt unten rein, da kommt der große 250er Abschäumer kommt da rein. Ja. Wir haben dann die Wirbelbettfilter, die dann wahrscheinlich noch zusätzlich kommen, werden wir sehen. Entweder werden sie doppelt kommen. Vielleicht kommt ja auch irgendwas, was du dann wieder vorstellen möchtest, das kommt dann hier rein und die von hier kommen runter, das werden wir dann sehen. Die Möglichkeiten aber auch, ihr seht, die Möglichkeiten sind hier gerade sehr gut gewählt. Ja, alles in allem muss ich sagen, das Projekt nimmt jetzt endlich Fahrt auf. Er wartet auch schon lange noch drauf, aber es ist nur mal so, Räumlichkeiten mussten vorbereitet werden, du hast ja oben noch ganz groß renoviert. Über einen längeren Zeitraum, das hat auch alles gedauert. Ja, Sachen, ne? So ein Zimmer habe ich sonst, wo ich gesund war, innerhalb von 3 Tagen renoviert. Einen Tag alles raus, zweiten Tag tapezieren, streichen und am dritten Tag Laminat rein. Das Zimmer hier ist gerade fertig geworden, das ist jetzt seit, ja, kurz vor Silvester fertig, da habe ich 2 Monate dran gesessen, um mal so die Zeit zu zeigen, was man, wenn man Krankes machen kann. Ja, das ist eben kacke. Aber okay. Ich kacke. Bin ich keim und naja. Aber es wird ja langsam, aber sicher besser. Ja, wird zwar noch dauern, aber der Tiefpunkt ist zum Glück durch und das ist jetzt langsam stetig bergauf. Und er hat ja ständig was zu tun. Das Hobby, das beschäftigt ja auch. Ja, Gott sei Dank. Und das ist auch ein Grund, warum der langsam auch sicher immer mehr so einen Flock im Kopf kriegt. Dem müsste ich eigentlich hingehen und eBay Kleinanzeigen und sowas sperren. Ne? Ein, zwei Tage kommen dann so als sagen, oh, guck mal hier, ganz günstig. Ich hätte da nichts gegen, aber die Regierung, die hier rumläuft, sagt dann auch, irgendwann ist gut. Aber okay, wir haben jetzt erstmal das gute Stück hier stehen. Ja gut, man muss ja auch fairerweise sagen. Ich habe jetzt unten das der Reefer steht hier noch. Das Becken steht hier noch. Das große Acrylbecken ist in Planung. Melli hat jetzt schon gesagt, ist okay, wir lassen den Reefer, damit wir Korallen für das Größere sammeln können. Wird auch noch mal laufen gelassen. Also es laufen hier jetzt schon 2 Becken und sie hilft immer mit. Also wenn ich hier dann jetzt noch ein drittes anbasteln würde, ich glaube, das wäre auch nicht ganz fair. Wobei ich bei eBay Kleinanzeigen mal gucke, ob ich das wenn Red Sea Reefer XL200 gesehen habe für 200 Euro, habe ich mir gedacht, oh, das ist ja eigentlich günstig. Ich wollte schon meinen Kumpel anrufen können. Du wohnst doch da an der Ecke, kannst du mir das nicht eben bringen? Aber ich habe es dann doch gelassen, das wäre nicht fair. Ja, wir werden jetzt wie gesagt, in nächster Zeit dann den Umzug hier in Angriff nehmen. Wie gesagt, das, was jetzt momentan drin ist, ist Süßwasser zur Dichtigkeitsprüfung. Das ist echt praktisch hier, ne? Ist direkt ein Ablauf, direkt nebenan hier, die Tür ja. Zum... Okay, Salzwasser sollte da nicht drüber laufen. Nein, das auch nicht, aber das ist jetzt ganz normales Leitungswasser, das pumpe ich hier aufs Garagendach und fertig. Dann den Ausbau noch machen, die anderen Geräte, die jetzt noch unten im Gebrauch sind, werden wir dann beim Umzug, also hier hochbringen. Ja. Kann auch sein, dass ich wieder einen Flockenkopf kriege und Andreas Sauerborn anschreibe, ob er mir nicht den Thermocontrol und die X4 nochmal schickt. Ich brauch's ja hinterher eben, mal gucken, weiß ich noch nicht. Naja, haben es besser wie morgen. Also es muss im Endeffekt fast alles doppelt dann hier sein, ja. Wenn du die Technik dann so hochrüsten willst. Kaha-Keeper haben wir da unten jetzt auch schon stehen. Der wird auch dann in Arbeit gehen. Ist noch nicht eingerichtet, deshalb leuchtet der noch weiß. Ja, der ist nur jetzt im Netz drin. Ja. Ist noch die alte Version, die hast du auch ganz günstig gekriegt, ne? Ja, das war, wo die Umstellung war. Und das war einer der wenigen, der die Sachen auf Lager hält. Mhm. Und der wollte dann natürlich den, der den auf Lager hat und nicht den neuesten Stand entspricht, schnell loswerden. Ich gucke so, 500, lass mich nicht lügen, 585, 595 irgendwie so. Ich so, das ist eine Fake-Seite, kann ja gar nicht sein, 300 günstiger. Gegoogelt, nein, war der originale Online-Shop, passte alles, bestellt, 2 Tage später da. Gefreut wie König. Ja, mein Kaha-Keeper. Ist die etwas lautere, ältere Version, also die
um es nochmal zu zeigen hier. Hier ist noch komplett OVP. Ja, klar. Das sind also noch die alten Pumpen, also sprich die komplette alte Konfiguration, die etwas lauter sein wird. Also nicht in der Nacht messen lassen, ne? Nein. Sonst kriegst du Ärger von der Regierung. Das hört man nicht. Aber der wird genauso gute Arbeit machen wie der jetzige. Ist halt bloß ein bisschen lauter. Ne? Dafür war er fast 250 Euro günstiger und die meisten gebrauchten bei eBay Kleinanzeigen war teurer. Mhm. Von daher. Das Glück muss man auch mal haben. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben genug geredet für heute. Ja. Und das nächste wird dann kommen, wenn wir das Becken einrichten. Ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich wieder live bringen. Ja. Wenn es dann soweit vorbereitet ist, ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt vorher noch das über die Technik einrichten und kalibrieren. Könnte ja auch nochmal interessant sein. Das ist dann auch nochmal eine Sache für sich, genau. Hier und da müssen wir ja dann die ganzen Dosierpumpen, die neu hier drin sind, die müssen kalibriert werden. Der KH-Keeper muss in Betrieb genommen werden, wie man aufbauen, wo er hinkommt, damit alles funktioniert und einfach funktioniert und auch sicher funktioniert. Gibt es verschiedene Sachen. Ja, was wir dann natürlich auch nochmal machen könnten, ist, da das Becken ja vergrößert, was sich unten nach und nach ja selbstständig gemacht hat mit dem Jod, mit dem Zink, wie man da eine tägliche oder wöchentliche Dosis herausfindet, dass man das dann nachfüllt, dass man... Das haben wir jetzt tatsächlich hier bei eben das erste Mal gemacht, dass wir das wirklich tagtäglich nachdosieren. Bin ich übrigens jetzt mittlerweile auch bei. Das ist wirklich... konsequent nachziehe. Ich hatte jetzt noch keine ICP gemacht, aber bei dir sah es ziemlich gut aus, ne? Ja, also ich habe die erste ICP habe ich mit 1 Milliliter Jod das getestet am Tag und habe nach 2 Wochen wieder eine ICP weggeschickt. Dann passte das noch nicht so ganz. Habe ich nochmal ausgeglichen. Ich dosiere jetzt jeden Tag 1,5 Milliliter Jod. Das ist ganz schön viel. Ja, das ist aber die schwachere Form. Das macht 10 Mikrogramm auf 100 Liter pro Milliliter. Also und da müssen wir noch mal kurz darauf hinweisen. Es gibt verschiedene Hersteller mit unterschiedlich starken Konzentrationen. Ich weiß, dass die Refactory, das was ich einsetze, das kann ich tatsächlich nur über die Pro-Pumpen dosieren, weil es extrem wenig ist, weil es so hoch konzentriert ist, das Zeug. Und du benutzt die Sachen von ATI. Ja. Die sind hier in Deutschland, ist es so, dass es nur noch zu einer gewissen Konzentration verkauft werden darf. Nicht verwechseln. Es gibt einmal diese große Literflasche, die macht 10 Mikrogramm und es gibt noch diese Kleinflaschen. Manche Händler haben die noch. Passt auf, die haben 100 Mikrogramm pro Milliliter. Mhm. Deshalb, also das kam es mir gerade auch sehr viel vor, aber dann, ne, Ping, da war ja was. Es ist verdünnter und bringt dann dementsprechend weitaus weniger rein, also 1,2, 1,5 Milliliter. Ja, das sind 7, das ist ein 200er Becken, aber 220er, das sind so knapp 7,23 Mikrogramm Jod am Tag, die ich dosiere, umgerechnet auf die Literzahl. Ja. Und das passt im Spitz auf Knopf. Ist auch eine Sache, die sehr, sehr gut bei den Korallen ankommt, also allein Wachstum und Polypenbild. Das Jod macht ziemlich viel aus und das gleiche hat man, glaube ich, mit dem Zink auch. Ne? Ja, Zink dosiere ich aber nur 2-mal in der Woche, einmal mittwochs, einmal sonntags und da dosiere ich 0,8. Und der ist seitdem auch stabil. Also das, man sieht es den Korallen an. Man, also ich habe zwar einen viel zu hohen Nitratwert mittlerweile, aber dadurch, dass alle anderen Spurenelemente passen und das auch von der ICP zur ICP immer gleich bleibt. Vielleicht mal 0,2 abweichend, was aber auch durchaus Messtoleranzen bei den Geräten sein könnten. Da habe ich mich noch nicht genug mit beschäftigt. Aber seitdem, wir hatten ja mal, kannst du ja vielleicht Bilder einzeigen, wir haben ja mal diesen kleinen Zoa-Platte gemacht. Ja, genau. Ich habe sie gestern zum ersten Mal wieder gesehen. Ich habe gedacht, das ist Wahnsinn. Die muss ich auseinanderschneiden, weil die jetzt alle ineinander wachsen. Ich könnte jetzt ja sagen, ja, ich lasse die wachsen, die stärkere gewinnt. Ich möchte aber alle behalten, die da draußen, weil sie mir gefallen. Die werden wir auseinanderschneiden. Dann war vorne ein kleiner Zoa-Plug drin. Ja. Da waren 2 Sorten drauf, die habe ich getrennt. Das sind mittlerweile richtige Büsche. Und ich hatte von Thomas Baders, der hat mir so viele Korallen geschenkt zum Start.
Da war eine Golden Nugget bei, die hatte 4 Köpfe, die hat jetzt glaube ich 8, 9, 10 Köpfe mittlerweile. Das Becken ist also wirklich richtig geil. Also ich habe es gestern das erste Mal seit langem wieder live gesehen, er hat mir bisher Bilder geschickt. Ja. Aber es ist tatsächlich was anderes, wenn man das nochmal live sieht. Und ich habe das erste, was ich gedacht habe, sag mal, haben wir das so dicht gestellt? War das so eng alles? Nee, der ganze Mist ist gewachsen. Scheiße, hab's. Piep. Problem. Ja, ich habe die ATG Plus nutze ich ja. Hm? Wir haben die ja verdünnt auf 5,4 Liter. So, Essentials Plus. Essentials Plus, ja. Und ich habe jetzt die letzten 400, 500 Milliliter, dann sind 6 Liter, fast 6 Liter Flüssigkeit an Essentials da schon durch. Um welchen Zeitraum? Wir sind am 9.7. gestartet und wir haben heute den 8.7., 9.7., also läuft das jetzt knapp ein halbes Jahr, haben wir das komplett durchgehauen. Krass. Also ich dosiere mittlerweile 36 Milliliter kH am Tag. Verdünnt? Verdünnt, ja. Also 18 Milliliter und verdünnt. Auf 200 Liter Bett? Ja. Also das ist ordentlich, das ist okay. Dafür, dass es neu viel, also mit Masse LPS Becken ist, ja, muss man ja auch dazu sagen, da sind ja keine großen Verbraucher im Moment drin, noch nicht, aber sie sind auch wachsen. Ja. Calendrium und was war das andere? Valida, dann ist, wo ich den P04 Peak, was wir auch in dem Tagebuch ja gesagt haben, sind mir leidigerweise viele von denen kaputt gegangen, von den SPS. Habe ich leider nicht das Zeug für da gehabt, hätten wir anders reagieren müssen. Aus Fehlern lernt man, aber... Haben wir nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, ne? Nee, und die Calendrium müsste das sein, die oben steht. Da musste ich die Hälfte von wegschneiden. Dann waren da noch 3, 4 Ärmchen und das ist mittlerweile wieder so ein Brocken. Die ist riesig geworden, also im Vergleich. Ja. Das geht bei den Tieren nicht mehr schnell. Das jetzt in 8 Wochen, 9 Wochen, also das seitdem... Den Crash kann man es nicht nennen. Seit dem P04 Peak hat das, seitdem ich das wieder in der Normbereich habe, schiebt das Becken wie blöd. Also es macht echt Spaß, an jeden Tag reingucken, siehst du neue Köpfe, neue Augen bei den Blastomusern, wo langsam was wächst. Den Tieren geht's gut, die Garnelen sind mittlerweile riesig. Also freut sich regelmäßig, ja. Und dann wieder irgendwas durch die Gegend und denkt in den Pumpen drin. Oder erstmal wieder, war nur die Hotdog. Dann hatten wir hier so ein Mikropilzer reingeklebt, den wir zwischen den beiden Plugs geklebt haben. Der kleine, ja. Ja, der ist mittlerweile auch ungefähr so groß. Mhm. Und der muss sich andauernd vor der Golden Torch verstecken, weil wenn die dann in der Strömung ihre Tentakel ausfällt, dann sagt er auch immer, muss er sich einziehen. Also sobald er hier mehr Platz hat, wird er auch nur, glaube ich, ein ganzes Stück größer werden. Musst du noch ein Problem mitkriegen. Der wird, wenn er sich wohlfühlt, dann gehen die relativ zügig ab und dann wachsen die auch sehr schnell. Ja. Das ist dann halt der Nachteil an den Lederkorallen, die sich dann wirklich etablieren. Also wenn die loslegen, dann... Habe ich jetzt erstmal nichts, wenn dann die Vergrößerung an ist, dann da einen großen Pilz reinzusetzen, wird der Biologie, denke ich, gut helfen. Definitiv. Ich habe ja auch noch vom Kumpel einen zweiten Pilz geschenkt. Mhm. Der liegt jetzt hinten in der Ecke, kriegt nur ein ganz bisschen Licht. Der freut sich auch schon auf das Größere, aber selbst der ist auch schon wieder. Das Mist, wenn dein Plan funktioniert, oder? Ja, es ist einfach Mist. Ja, voll doof. Gut, ich hoffe, wir konnten euch mal so ein kleines bisschen einen Überblick darüber geben, was bisher geschah, was wir jetzt gemacht haben, was demnächst auf euch zukommt. Ja. Und wenn dieses Becken dann am Start ist und läuft, wie gesagt, dann kommen dann auch regelmäßige Updates dazu, ja, wie es ausschaut. Wie gesagt, wir haben hier die Computerlandschaft von ihm aufgebaut. Wir haben entsprechend Kamera-Equipment, womit wir direkt ans Becken gehen können. Das ist dann, ja... Ja, wie bei dir zu Hause, nur auf Fernsteuerung. Und eine Fernsteuerung, die tatsächlich funktioniert. Ja. Also, voll doof, genau. Mist, wenn der Plan funktioniert. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ja. Video war wieder lange genug. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein klein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder... Nee, lasst die unsinnigen Anträge weg. Die hat eh keiner gemacht. Lohnt sich nicht. Schreibt es runter in die Kommentare. Ihr wisst, wir antworten da relativ zügig, wenn irgendwas offen geblieben sein sollte. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns auf euch, Thorsten und Viper. Bis denn, Däumchen nicht vergessen. Ciao.